Hey Leute, willkommen bei Fauna Marine TV. Mein Name ist Corey. Heute wollte ich ein bisschen über Einsteigerkorallen sprechen und vielleicht euch überraschen, dass es nicht immer genau die sein müssen, die ihr vielleicht kennt. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Heutiges Thema Einsteigerkorallen und nicht unbedingt die typischen, die ihr kennt. Ich habe es ganz, ganz häufig, dass Kunden reinkommen, die sich vorab schon ein bisschen informiert hatten und nach Korallen suchen, erstmal direkt fragen, wo finden wir denn die Weichkorallen? Dann denke ich mir, oder fragst du dann, warum müssen es denn die Weichkorallen sein? Ich lese immer, das sind die einfachen Korallen, die man ohne Probleme halten kann. Und dann kläre ich sie erstmal auf, dass es halt auch jede Menge andere Korallen gibt, außer Weichkorallen, die für den Anfang super gut geeignet sind. Natürlich finde ich so eine Cinnularia mega toll oder so eine Pilzederkoralle mit grünen Polypen, aber auch so eine kleine Xenia. Mega, mega coole Korallen, aber nicht unbedingt das, was ich sofort mit reinsetzen wollen würde. Mein Geschmack wäre es zumindest nicht. Daher empfehle ich dann zum Beispiel so Sachen wie, hier haben wir eine blaue Goniopora, tolle Koralle, bringt Bewegung mit rein, gerade in der Strömung mega geil und vor allem auch eine unserer Nachzuchten, ganz, ganz einfach zu halten. Auch eine mega coole Koralle wäre zum Beispiel eine Axophugia, Bartkoralle, bringt auch viel Bewegung rein, ganz, ganz einfach, wächst richtig schön im Busch, kann man also auch ohne Probleme halten. Dann haben wir hier noch zum Beispiel die Blastomusa, bringt einen wunderschönen Rotton mit rein ins Becken. Wenig Korallen haben für die Einsteiger so einen wirklich schönen kräftigen Rotton. Deswegen empfehle ich sowas auch eher was für dunklere Bereiche. Dann haben wir hier eine Caulastrea zum Beispiel. Auch mega easy. Wunderschönes Neongrün. Lässt sich auch wirklich gut nachzüchten. Dann haben wir hier zum Beispiel auch eine Coniastrea, Dragon Soul. Aus Australien mega cool mit so einem wunderschönen grünen Rand hinten an der Seite dran. Kann man auch jedem empfehlen. Dann haben wir eine Euphilia, eine meiner absoluten Lieblingskorallen. Super einfach, wunderschönes Polypenbild, bewegt sich in der Strömung, kaum zerstörbar, also wirklich für jeden Einsteiger gut geeignet. Wenn man etwas haben möchte, was wie eine Anemone aussieht, aber was vom Platz her nicht gut passt oder das Becken einfach nicht dafür ausgelegt ist, kann ich auch eine Catalaphyllia empfehlen. Wunderschönes, geiles, großes Tier. Perfekt für Clownfische zum Beispiel, gehen da gerne rein. Füllt auch gut gleich das Becken aus. Einer meiner Lieblingskorallen eher für dunklere Bereiche sind Cyphastreas. Total verkannte Korallen. Wird im Moment nicht viel drüber gesprochen. Aber ich kann euch sagen, einfach genial. Wächst an der Rückwand entlang hoch. In Überhängen kann man das einsetzen. Natürlich der absolute Klassiker Acanthostreas oder beziehungsweise Micromusas inzwischen gibt es in der größten Farbauswahl und lassen sich inzwischen auch ganz, ganz gut vermehren. Gehören alles zu den LPS-Korallen, also dementsprechend großpolypige Steinkorallen, brauchen also dementsprechend regelmäßig Wasserwechsel oder Spurenelemente Zusätze einfach für Skelettaufbau, aber im Großen und Ganzen kriegt das ein Einsteiger ohne Probleme hin. Also es ist jetzt keine komplizierten Korallen. Das waren jetzt LPS. Wenn wir jetzt aber hergehen und auch SPS haben wollen, gibt es aber natürlich auch noch SPS für Einsteiger. Da wird man sich fragen, SPS für Einsteiger. Man liest immer überall, dass SPS zu der Königsklasse gehört. Bedingt stimmt es, aber auch bei den SPS gibt es jede Menge Arten, die jeder Einsteiger ohne großem Wissen über die ganze Materie wunderbar am Leben halten kann und toll ausgefärbt halten kann. Dazu gibt es zum Beispiel als erste Art, die ich empfehlen würde, hier die Montipora Forestfire. Das ist eine Samarensis, wächst eher verästelt nach oben. Wunderschönes grünes Grundgewebe mit kräftig roten Polypen. Also wenn man was am Anfang haben möchte, was eher im oberen Bereich mit guter Strömung auskommen kann, das zum Beispiel eine Koralle. Pozilopora, da gibt es auch wunderschöne. Ich habe hier eine, die hat perfekt lilane Spitzen mit wunderschönen hellgrünen Polypen und geht hin ins leicht weißliche. Toll, ganz einfach, sehr buschig, also auch eher was für den oberen Bereich. Kann man eigentlich kaum kaputt bekommen, wenn die Nährstoffe und Grundwerte halt funktionieren.
Phyllophora milka, einer der absoluten Klassiker-Korallen, gehört eigentlich in jedes Becken. Groß, massiv, wunderschönes, kräftiges Violett, kann ich auch jedem ans Herz legen. Seriatopora-Arten, auch ganz, ganz einfach. Hier habe ich die Seriatopora calientum in Pink. Wächst eher ein bisschen spitzwachsend, aber trotzdem leicht im Busch, aber wunderschöne Spitzen. Wenn das mal im Becken eine bestimmte Größe erreicht hat, ist es ein absoluter Eyecatcher. Auch klassisch ist die rote Montipora-Platte, wird relativ groß, kann man wunderschön an Überhängen dran machen. Wie gesagt, ich bin ein riesen Fan von roten Korallen, jedem ans Herz legen. Auch eine coole Koralle ist die Superman Montipora. Wunderschönes, kräftiges, blaues Grundgewebe im Kontrast zu roten Polypen. Ist eher eine Montipora-Art, die flächig drüber wächst. Kann man also zwischen irgendwelchen anderen Arten gut platzieren. Ziemlich cool. Unsere Star Wars Montipora, auch eher eine Art, die höher wächst. Dunkleres Gewebe mit im Kontrast zu grünen Polypen. Auch super, super einfach. Einer unserer tollsten Korallen hier im Laden ist die Seriatopora calientum Bird of Paradise. Geil ist, dass die dieses grün-gelbe Grundgewebe hat mit den violetten Polypen dagegen. Auch absoluter Renner. Porcillopora Green Harry nennen wir die, weil das einfach eine Porcillopora-Art, die wirklich ein tolles, langes Polypenbild hat, was gerade Bewegung hat, was die meisten SPS jetzt nicht unbedingt haben. Deswegen auch da eine Empfehlung von mir, sowas mit reinbringen, wenn man auf SPS steht, ein bisschen was Bewegendes, ganz, ganz gut. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zeigen an einfachen Korallen und auch demonstrieren, dass es nicht immer die klassischen grün-braunen Weichkorallen sein müssen, dass es auch wirklich da eine riesen Bandbreite an LPS und SPS gibt, womit jeder Einsteiger eigentlich zurechtkommen kann. Also lasst euch nicht verunsichern, kommt vorbei, schaut bei uns auf der Seite, schreibt uns eine E-Mail. Bis dann!